Hallo, herzlich willkommen. Wir schalten direkt zurück in die Abgrundliga, wo mein Schatten, sie nannten ihn Maske, vergeblich versucht, die Aufgaben zu erfüllen, die man so hat, um noch irgendwie was abzustauben in der Liga. Und ich stelle fest, mir läuft ein bisschen die Zeit davon. Ja, wie gesagt, also ich bin jetzt 14 Stück. Ich habe jetzt schon ein paar Stufe 7 Maps gemacht und ich muss sagen, also der Balken, der bewegt sich ja irgendwie nur noch im Millimeterbereich hier. Ja, wir werden mal schauen, wie weit wir noch kommen. Ich habe jetzt hier eine unidentifizierte Befestigungskarte des Levels 7 reingelegt. Ich weiß nicht, was uns da erwartet. Und ich bin eigentlich mal ganz gespannt, ob wir das schaffen können oder ob uns wieder ein Tod total in die Tiefe reißt und uns komplett zurückwirft. Wir werden sehen. Ja, verändert habe ich nichts im Großen und Ganzen. Sind immer noch die gleichen Items wie beim letzten Mal. Also wir werden da einfach mal gucken müssen, was da auf uns zukommt. Und ich muss aber sagen, also ich habe so festgestellt, so, also je mehr ich gucke, es wird immer schwerer, da weiterzukommen. Außerdem gehen mir die Maps aus. Ich habe auch irgendwie bis jetzt nur eine Stufe 8 Map abgestaubt irgendwo. Obwohl ich schon jetzt, ich glaube, 3 oder 4 Stufe 7 Maps gemacht habe. Also es bleibt spannend, das kann man nicht anders sagen. Da wird man mal gucken müssen. Also, ich weiß nicht. Die Zeit rennt, wie gesagt. Die Zeit rennt. Ich glaube nicht, dass ich da... Haben wir auch noch den Schöpfer am Hals. Oh, tolle Wurst. Tolle Wurst. Hätte vielleicht erstmal auf die Map gucken sollen. Oh, die ist aber schön gestaltet. So, bei den unidentifizierten Karten ist das immer so. Man weiß ja leider nie so ganz, was einen erwartet. Das kann ziemlich übel werden, kann aber natürlich auch bedeuten, dass richtig coole Items droppen. Manchmal ist das auch gar nicht so schlimm, was da ist, aber manchmal ist es eben dann doch viel schlimmer. Also das schlägt sich recht wacker, aber ich sag mal so, der eine oder andere Tod ist dann halt doch schon mal drin, ne? Und das ist natürlich immer fies, man wird ja doch immer wieder zurückgeworfen und eigentlich ist das so der Punkt, wo man natürlich auch langsam aber sicher ein bisschen darauf angewiesen ist, dass es irgendwie vorangeht und eben nicht mehr zurück. Weil es eben gerade sehr, sehr lange dauert und ich muss hier, müsste eigentlich ein bisschen Leben müsste ich noch haben. Oh. Na, nun geht doch mal weg da jetzt. Ein bisschen Leben müsste ich noch haben. Was müsste ich noch haben? Bisschen mehr Schaden wäre gar nicht schlecht. Vorsichtig mit den Kreisen. Ah, die Dinger sind echt übel. Ah, so ein Abtrünniger. Der ist echt mies. Also den habe ich... Oh, das hat mir aber wehgetan. Ziemlich sogar. Ja, also da sieht man, ich bräuchte eigentlich mehr Leben. Weil das Ding doch ziemlich reißt da an der Stelle. Hm, weiß nicht. Ah, ich nehme die mal mit, ich habe ja noch Platz. Man stellt doch schon ziemlich fest, wenn man ein bisschen mehr Leben hat, da kann man natürlich sowas ein bisschen besser auffangen. Weil so kann ich immer nur hoffen, dass sie schnell genug sterben. Und mich nicht erwischen. Oh. Oh, eine verformte Marschlandkarte. Das ist gut, glaube ich. Ja, das ist ursprünglich eine Stufe 2 Map und die hatte ich verformt. Die ist jetzt das erste Mal gefallen und ist jetzt eine Stufe 7. Ich glaube, die machen wir als nächstes. Also momentan, ich kann eigentlich immer nur zusehen, dass ich renne, was das Zeug hält und dann, wenn der Zauber auslöst, natürlich versuche irgendwie die Gegner zu plätten, bevor sie mich plätten. Das ist hier gerade, naja gut, das ist natürlich auch ein bisschen gemein, also gerade bei einer unidentifizierten Karte weiß man ja nie, was auf einen zukommt, aber das ist ja nun mal auch die eine der Aufgaben, dass man sie machen muss. Also ich bin ja gar nicht so scharf auf die Items jetzt hier. Tatsächlich, da wäre ich hier eher so nach dem Motto Safety First. Dass ich tatsächlich lieber gucken würde, was da auf mich zukommt. Gerade so gegen Kreise, so bin ich ja allergisch, ne? Ah, höchst allergisch.
So, also der Schaden ist noch okay, aber er könnte besser sein. Ich habe das auch mal ausprobiert. Ich habe dann die... ach du Scheiße. Ah, da habe ich ausnahmsweise mal schnell genug geschaltet. Sonst wäre es das gewesen. Ich habe mal diese Projektilunterstützung, also dass da drei Projektile draus werden. Ich habe es mal rausgenommen mit einem. Ich muss ehrlich sagen, ich stelle da nicht viel Unterschied fest. Es ist eher negativ. Negativ insofern. Mehr als 50 Monster. Negativ insofern. Aha, das ist eine Treppe. Negativ insofern, weil also sich gerade durch diese drei Projektile sich doch ein ziemlicher, ja, ich sag mal, Ketteneffekt irgendwie aufbaut. Den habe ich nämlich sonst nicht. Also der Schaden mag zwar stärker sein, so, ich denke mal, auf einzelne Gegner wird das auch ziemlich wirken. Aber dadurch, dass ich weniger Gegner treffe, verbreitet sich der Schaden nicht so schnell durch das Verseuchen. Wie jetzt hier mit drei Projektilen. Also das funktioniert schon ein bisschen besser, finde ich. Aber ich denke mal, das ist auch so ein bisschen abhängig wahrscheinlich von der Spielweise jedes Einzelnen. Nee, du siehst doch, ich bin gerade beschäftigt, Elrion. Nun lass mal. Lass mal gut sein. So, und die Biester wollen nämlich auch gerade so gar nicht sterben, irgendwie. Was ich ziemlich unglücklich finde. Genau, so, was habe ich auch noch. Irgendwie, das hat mir auch gerade noch gefehlt. Dass da irgend so ein Geist sich mit Stinkebomben bewirft. Jetzt da noch irgendwie auch noch weiter? Nee. Okay. Es sind trotzdem noch mehr als 50 Monster über. Also da kann uns noch ein bisschen was erwarten. Das kann also noch richtig in die Hose gehen. So, geh bloß weg, du. Geh bloß weg da. Naja, läuft soweit ganz gut, ne? So, also es ist überall noch was zu tun. Also bei den Aufgaben, es ist überall noch was zu tun. Also es ist auch so blöde irgendwie. Also ich sag mal, hier fehlen jetzt ja auch nicht. Also hier habe ich jetzt irgendwie auch schon ein paar. Das war auch so ein Versehen irgendwie. Das ist die Hybrid-Witwe. Das ist irgendwie so eine Spinne, während ihr von Spinnen bedeckt seid. Das, ich, da hast du die Aufgabe erfüllt, weiß gar nicht warum. Ist auch egal. Hauptsache erfüllt. Ja, hier, da. Ja, toll. Irgendwie, das ist echt total reiner Zufall. Kannst nichts machen. Wie gesagt, ich habe, da fehlt mir irgendwie noch so ein Wahlgebiet, so ein verfluchtes Gebiet. Finde ich irgendwie nicht. Ja, Abgründe. Ich bin mir auch gar nicht sicher, wie das zählt. Ich habe manchmal den Eindruck, also wenn da auf einer Map drei Abgründe sind, zählt nur der erste. Die restlichen sind egal. Gut, das könnte man vielleicht noch schaffen jetzt hier. Und so weiter. Schließt nicht identifizierte... Da machen wir jetzt ja die Level 7, ne? Aber die musst du auch erstmal finden. Verformt diese Karten. Gut, also... immer wenn ich so ein Gedächtnisfragment finde, kriege ich ja hier so einen Verformungsstein. Den kann ich dann wieder einsetzen, kann ich eine Karte verformen. Aber die Liga läuft mir, also von der Zeit, es läuft mir davon. Also das ist, ich glaube nicht, dass ich das noch schaffen werde. Ja, was haben wir hier noch? Folgende Abgrundmonster. Gut, die musst du erstmal treffen. Und dann musst du natürlich auch noch das Glück haben. Also die sind echt selten. Und dann musst du auch noch das Glück haben, dass du sie auch in dem Moment auch gerade noch schaffst, ja. Erreicht Stufe 90. Dachte ich mir, kann ja eigentlich nicht so wild sein. Bist ja schon 84, aber wenn ich mir angucke, wie hier so der Malken so vor sich hinkriecht. So, bei den Gem, naja, vielleicht, ich weiß auch nicht. Ich glaube, das ist ja genau das gleiche wie hier unten. Also ist nicht so nett. Ist gar nicht so nett, ja. Auch hier Karten mit Sextanten irgendwie. Kannst du überall raufballern, müssen aber immer in der die richtigen Modifikationen sein, die dann draufkommen und oh. So, also ich will mal ganz ehrlich, ich will mal realistisch sein. Also ich glaube, mit dem Portal, das wird nichts. Glaube ich mal so. Die ist aber cool gemacht, die Map. Also alleine deswegen. Also wenn ich jetzt hier sterbe, es war eine schöne Map.
Ich finde das immer so cool, wenn der unsichtbar wird. Man hat ja immer das Gefühl, die können einen nicht mehr sehen, ja, und auch gar nicht mehr treffen. Also das ist ja das, was bei mir dann irgendwie suggeriert zumindest, auch wenn es nicht so ist. Also wenn es leider nicht so ist, ne, das wäre toll, wenn man dann irgendwie wüsste, aha, die Treffergeschwindigkeit, oh, die haben auch Ladung. Und der gar nicht wenig irgendwie. Ich glaube, ich habe total, also selbst mit drei Projektilen schießen, also treffe ich nicht. Deshalb brauche ich die drei Projektile. So, immer nach wie vor ein treuer Helfer. Das Pesthauchtotem. Sollte ich viel öfter auch einfach mal vorsorglich einsetzen. Also die ist schon, ist spannend. Wird ja am Ende wahrscheinlich der Endboss, ne? Immer noch mehr als 50 Monster. Auch hier die Prüfung des Lords oder so. Ich krieg gar keine Prüfung mehr. Ohne Prüfung kannst du natürlich irgendwie eher Aszendenz nicht erfüllen. Was natürlich insofern wieder schlecht ist. Aha. Was natürlich insofern wieder schlecht ist. Weil das auch eine der Aufgaben ist. Also, kann man ja echt nur sagen, Möp. Die Aaskrähe, na. Und da denke ich dann immer, ist gerade nicht so schlau, sowas einzusetzen, sowas zu öffnen, weil... So, lenkt zumindest die Gegner mal für einen Moment ab, ne? Ah, toll. So. Also ich glaube, ich werde es aber trotzdem tun. Auch noch die Biester, die kann ich ja mal erst recht nicht leiden. Bam. Das ist immer ein schönes Geräusch. Dass der Lootfilter davon sich gibt. Da weiß ich immer, es ist was Schönes gefallen. Ja, wo muss ich denn jetzt lang? Da lang oder da lang? Oder ist egal? Ja, weiß nicht. Irgendwo wird ja Schluss sein, ne? Ich weiß nur nicht so ganz wo. Ah, hier. Okay. Oder auch nicht. Ah, das ist ja blöd, wenn es zwei Wege gibt. Das ist ja blöd. Ne, doch nicht. Schrei der Unstern... Entlädt alle und macht den Charakter für Kurzzeit gegen physischen Schaden immun. Ja, muss man auch mal dran denken, dass man das dann in dem Moment... Wäre natürlich insofern cool, weil ich natürlich auch viele Ladungen habe. Also wenn das Totem die ablenkt, ist natürlich spitze, ja. Aber manchmal klappt das auch nicht. So, ich würde auch gerne den Bereich, den Schadensbereich noch erhöhen. Aber wie gesagt, also... Na, immer noch mehr als 50 Monster. Wie weit geht das noch? Toll, aber ist auch sowas noch. Da habe ich ja drauf gewartet. Guck mal, da sind die Krähen schon und warten auf mein Ableben. Ach nee, das waren Geier, ne? Ah, Krähen bestimmt auch. Waffenkammerkarte. Ich weiß gar nicht, was das für eine Stufe ist. Ich habe auch gar keine Zeit zu gucken jetzt.
Lass das. Ah. Ich mache auf Dauerfeuer. Oh, die wollte ich gar nicht mitnehmen. Na, da geht's ja auch schon los, ja? So. Was auch immer das jetzt war, ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich wollte doch eigentlich nur jetzt erstmal die Waffenkammerkarte einsammeln. Ah, 26. Also wir nähern uns hier dem Ende, scheint mir. Ah, 16 Monster müssen irgendwo noch sein. Aber wo? Da hinten? So, trotzdem, ne? Irgendwie, also boah, viel zu langsam. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da hat man eine Map gemacht und dann ist man eine Stufe aufgestiegen. Wo sind denn die anderen 16 noch? Bin ich nicht alles abgelaufen? Doch, bin ich. Das heißt, der ist nicht allein. Der wartet nicht allein da unten. Wer auch immer. Okay, so. Ja. So, was machst du jetzt genau? So, ich freue mich natürlich, wenn da nur noch einer über ist. Das sieht gerade so aus. Aber der springt mir hinterher. Der will sich nicht so einfach von meinem Totem da. Ich hasse das, wenn die diesen Angriffssprung haben. Naja, das Schöne ist also, so zwischenzeitlich lassen die sich dann doch nochmal herab. Was sind das so für komische Kugeln, die hier entstehen? Gut. Das haben wir geschafft. Das haben wir geschafft. Das haben wir geschafft. So, eine Dünenkarte. Nekromanten, goldene Panzer. Okay, das war ja zu erwarten. Aber es macht auch nichts. Aber was, den Ring kannst du auch schon nicht mehr mitnehmen? So, wir wollen mal ganz kurz gucken. Die werden wir aber identifizieren. Marschlandekarte. Wo ist sie? Nee. Ah, die sieht ja so an. Da. Enthält Kluften ohne Brücken. Was heißt das? Gegenstandsmenge 109 und 276. Spieler haben 200 beschleunigte Abgaben bei Bewegungsgeschwindigkeitsfertigkeiten. Das ist doch gut, ne? Oder Spieler haben 200% Abklingzeit. Das heißt, du kannst wieder schneller benutzen. Erhöhter Erfahrungsgewinn. 86%. Die machen wir als nächstes, ja? Die machen wir als nächstes. So, kann ich irgendwas Unnützes wegschmeißen? Stimmt, die hatte ich aus Versehen mitgenommen. Tadam! Ja, das war's. Wir werden dann in der nächsten Folge werden wir die seltene, die einzigartige Map machen. Stufe 7 passt ja auch sehr gut. Wir haben auch mehr Erfahrungsgewinn. Vielleicht pusht uns das ein bisschen nach vorne. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. By the divine authority of the Templar,
You are hereby exiled to the forsaken shores of Reklast. You have transgressed against God and consorted with sin. Find your redemption, exile, or die in the attempt.